Jesse Harding Pomeroy wurde am 29. November 1859 in Charlestown in Massachusetts geboren. Der schon als Kind schwer entstellte Jesse wurde schon früh von seinem Vater regelmäßig verprügelt. Vermutlich erblindete er schon im Babyalter auf dem rechten Auge, seither war es milchig und trübe. Sein Kopf, Mund und Ohren waren unüblich groß, das machte ihn zu einem beliebten Opfer von Spott. 1871 und 72 wurden in Pomeroys Gegend häufig andere Kinder schwer misshandelt. Einige trugen auch schwere Folgen davon. Die Mutter trennte sich schließlich von dem brutalen Vater und zog nach Boston mit Jesse und seinem älteren Bruder. Der Junge wurde immer auffälliger und wurde im Alter von 13 Jahren in eine Besserungsanstalt eingewiesen. Nach 15 Monaten wurde er wieder entlassen. Am 18. März 1874 verschwand die 10-jährige Katie, nachdem sie das Geschäft der Pomeroys verlassen hatte. Am 22. April fand man die Leiche des 4-jährigen Horace. Der Junge war verstümmelt worden, mit 18 Messerstichen übersät und ein Auge war ihm ausgestochen worden. Jesse Pomeroy, der kurz darauf blutverschmiert aufgegriffen wurde, wurde sofort verhaftet. Als man einige Zeit später die kopflose Leiche der kleinen Katie im Keller der Familie gefunden hatte, war klar, wie brutal der junge Jesse vorgegangen sein musste. Im Dezember 1874 wurde Pomeroy zum Tode durch Hängen verurteilt. 2 Jahre später wandelte der damalige Gouverneur das Urteil um in lebenslange Einzelhaft. Damals war Pomeroy erst 16 Jahre alt. 1917 durfte Pomeroy die Einzelhaft verlassen. Er wurde sogar Mitglied der gefängniseigenen Theatergruppe. 1929 wurde er in eine Klinik für geisteskranke Kriminelle verlegt. Dort starb er am 29. September 1932 im Alter von 72 Jahren.